herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Wasserenergetisieren. Wie energetisiere ich Wasser? Das war eine Frage von euch und die habe ich natürlich gerne aufgenommen und so habe ich auch verschiedene Methoden für euch, die wir heute mal durchgehen. Ihr seht, ich habe hier schon einfach mal eine Flasche Wasser vorbereitet. Ihr habt dann eine größere Flasche oder ihr habt das in einem Krug Wasser. Ja, also das könnt ihr so machen, wie ihr möchtet. Und dann gibt es natürlich Hilfsmittel. Es gibt ganz bestimmte Hilfsmittel. Und jetzt habe ich mal hier was zusammengelegt. Schaut mal, ihr kennt doch sicher meine Mandalas. Ja, also das erste hier, das ist ja das Mandala gegen Suchtverhalten, gegen Rauchen. Ich lege das mal hier auf den Tisch. Dann habe ich hier das Mandala der Fülle, was also dir die Fülle in das Leben bringt. Fülle auf allen Ebenen, nicht nur materiell. Sehe ich auch mal da drauf. Dann habe ich hier das ganz wunderschöne Mandala, Amashkram Mandala, was dir aus deinem Zellgedächtnis Verletzungen löscht, aus allen Leben bis jetzt. Dann habe ich hier in Leichtigkeit zum Wunschgewicht, also zum Abnehmen, bin ich auch da drauf. Und habe hier das Mandala für die Gesundheit, völlige Gesundheit. Deswegen lege ich jetzt auch mal alles zusammen hier auf einen Stapel. Und dann stelle ich mein Wasser da drauf. So, in die Mitte. Wer jetzt so ein Mandala noch nicht hat, kann es gerne bei mir kaufen. Man kann jetzt ein Mandala allein verwenden oder alle fünf, wie ich sie hier aufeinander gestellt habe. So bekommt jetzt also dieses Wasser die Energie von diesen fünf wundervollen Energien. Ja, also das überträgt sich. Ich würde sagen, lass es eine halbe Stunde stehen und dann könntest du schon trinken. Das ist also eine ganz einfache Methode des Energetisierens. Und zwar funktioniert es deswegen, weil ja die Mandalas schon mit Energie aufgeladen sind und ihre Energie aussenden. Und wenn du jetzt das Mandala benutzt, ja, dann manifestierst du ja mit dem Mandala am Tag bestimmt zweimal und trinkst dann noch das Wasser dazu. Also idealer geht's nicht, oder? Das ist ja jetzt so meine Meinung und probier es einfach mal aus. Ich setze den Link auch hier unten ins das Video, falls jemand das bestellen möchte. Aber keine Sorge, es gibt auch noch andere Methoden, wo du jetzt nichts kaufen musst. Ich fand das hier bloß so genial und ich weiß, dass ja auch einige von euch schon diese Mandala besitzen und so habt ihr jetzt ganz easy eine total gute Methode, um euer Wasser zu energetisieren. Ja, und jetzt kommen wir zu Methode 2. Da geht es auch nochmal um ein Produkt, was man sich dazu kaufen müsste. Aber wie gesagt, nachher kommt auf jeden Fall noch die Methode, wo ihr nichts kaufen müsst. Aber es ist auch einfach so genial, dass ich euch das sagen muss und zeigen muss. Und zwar ist hier drin unser Powerstab. Ja, ich weiß nicht, ob man es so sieht. Ich nehme mal raus. Das hier ist der Powerstab. Er ist aufgeladen mit der universellen Energie von allem, was ist. Du kannst ihn ja auch zu Hause verwenden, um das Raumklima zu verbessern, indem du ihn einfach auslegst. Du kannst ihn auch ins Auto legen, damit du weniger Benzin verbrauchst. Aber heute sind wir ja beim Wasserenergetisieren und da legst du ihn einfach hier neben deine Flasche, so an den Rand, so wie ich jetzt hier einfach so daneben und das ist alles. Du lässt ihn da auch wenigstens eine halbe Stunde liegen, damit er wirken kann, damit er das Wasser aufnimmt und dann dort eben transformiert und vor allen Dingen er reinigt das Wasser und er lässt die Urenergie des Universums in das Wasser fließen. Also du hättest ein ganz ausgezeichnetes, tolles Wasser, ein Heilwasser von allem, was ist, aus der göttlichen Quelle zum Trinken.
Ja, und jetzt kommen wir zur Methode 3. Die Methode, wo du gar nichts kaufen musst, wo du alles hast und die du mit diesem Video machen kannst, mit mir zusammen. Dafür bitte ich dich, dir die Flasche oder das, was du vorbereitet hast, also mit Wasser zu füllen, in deine Hände zu nehmen und dich jetzt einfach mal mit mir zu verbinden. Und zwar werde ich mich jetzt, meinen Kanal öffnen und mich mit Erzengel Michael und Erzengel Raphael verbinden und dann diese beiden bitten, Energie einfließen zu lassen über meinen Kanal in dieses Wasser und über meinen Kanal zu dir. Dann bitte ich dich jetzt einfach, deine Augen zu schließen, einen tiefen Atemzug des Lichtes der Liebe zu nehmen, dein Herz auszudehnen, dass es so groß wird wie du und wenn es geht, so groß wie dieser Raum, in dem du dich befindest. Spüre, wie du zur Ruhe kommst und nun rufe ich Erzengel Michael und Erzengel Raphael. Öffne mein Kronenchakra. Du öffnest auch dein Kronenchakra. Und ich bitte nun um die Energien, welche gerade jetzt in diesem Moment gut und richtig sind. Du wiederholst diese Worte mit deiner inneren Stimme. Und jetzt beginnt diese Energie zu fließen. Ich bitte Erzengel Michael, dass dieses Wasser von allen Unreinheiten befreit wird, dass dieses Wasser aufnahmefähig ist für die Energien von Erzengel Raphael, welche Heilung bringen möge, Heilung auf allen Ebenen. Und so fließt jetzt genau die Energie zu dir, in dein Wasser, welche Erzengel Raphael und Erzengel Michael dir senden. Lasse dir Zeit. Und wenn du möchtest, darfst du auch einen Wunsch äußern, was noch in dieses Wasser einfließen soll. Du darfst auch noch einen anderen Engel bitten, wenn du den Impuls dazu spürst. Vielleicht spürst du, wie deine Hände ganz warm werden und wie die Energien fließen. Dann weißt du genau, dass die Energie in dein Wasser hineingeflossen ist. Und wenn du es jetzt betrachtest, siehst du vielleicht die vielen kleinen Bläschen. Das ist die Energie, welche in das Wasser eingeflossen ist.
Wir bedanken uns bei allen Engeln, welche diese Momente unterstützt haben mit ihrer Liebe und ihren Geschenken. Und ich bedanke mich bei dir, dass du heute dabei warst, dieses wunderbare Wasser. Kannst du nun wie ein Heilwasser trinken? Es ist dein persönliches Heilwasser, Gesundheitswasser. Ganz persönlich auf dich abgestimmt. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Und ich würde mich freuen, wenn du mir deine Erfahrungen mitteilst, wie es für dich ist, wenn du dieses Wasser trinkst, ob sich was verändert. Auf jeden Fall hast du das allerbeste Wasser bei dir zu Hause. Und es ist befreit von allen Schadstoffen, du kannst es genießen. Ja, dann sage ich Ananascha und alles Liebe dir. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.